Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Alarmexperte, heute für Köln mit dem Thema, wie baue ich eine Alarmanlage? Herzlich willkommen bei Alarmexperte, heute wieder eine weitere Frage an unseren Experten Marco. Grüß dich Marco. Hallo Christoph. Wir haben folgende Frage bekommen, wie baue ich eigentlich eine Alarmanlage und vor allem denke ich, sollte ich das überhaupt selber machen? Ja, das ist eine sehr gute und eine sehr wichtige Frage. Wenn man technisch begabt ist, kann man es selbst tun. Wir empfehlen jedoch immer, lasst euch helfen von einem Profi. Im besten Falle lasst es gleich von einem Profi erledigen. Dann hat man keine Sorgen und natürlich, man weiß zu 100%, dass es danach auch funktioniert. Okay. Gibt es bestimmte Sachen, auf die zu achten sind, wenn ich es selber tatsächlich machen möchte, also wenn ich die Alarmanlage selbst einbauen möchte, gibt es da bestimmte Dinge, die ganz besonders kritisch sind. Auf was soll ich achten? Es gibt sehr viele Sachen, auf die man achten muss. Okay. Es gibt beispielsweise bei den Bewegungsmelder, über den wir hier auch schon ein anderes Video gemacht haben. Hier ist natürlich darauf zu achten, dass ich ihn nicht auf Heizung gucken lasse, weil er natürlich ein Passiv-Infrarot-Melder ist. Das bedeutet, er detektiert natürlich Wärme und dann würde es im Winter verhäuft zur Alarmauslösung kommen. Und natürlich hier hinten der Sabotagekontakt, über den wir auch schon ein Video gemacht haben, ist natürlich auch sehr wichtig. Wenn ich hier eine fehlerhafte Montage habe, habe ich die ganze Zeit Störungen und im ungünstigsten Fall sogar Alarme auf der Alarmanlage, was auf Dauer natürlich nervig wird und auch Kosten führen könnte. Okay, das bedeutet im Prinzip, wenn ich Fehlalarme weitestgehend ausschließen will, technischer Art, sollte ich auf einen Experten zukommen, der das eben schon, dessen Handwerk es einfach ist, eine Alarmanlage einzubauen und nach Möglichkeit die Finger selbst davon lassen, um dann später auch Ruhe zu haben. Genau so. Alles klar. Danke, Marco. Sehr gerne. Klicken Sie jetzt auf alarmexperte.de und Sie erhalten weitere Informationen und eine kostenfreie Beratung.